Hi, mein Name ist Marco Lorenz. In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du die Morning Night Meditation am allereffektivsten nutzen kannst, die ganzen Tipps und Tricks. Es ist ein sehr langes Video, ich weiß, aber es wird dir sehr, sehr viel helfen und du wirst in einer viel kürzeren Zeit ein viel größeres Ergebnis damit erreichen. Ich möchte dir jetzt zeigen, was du tun kannst, damit du die Wirkung von der Morning Night drastisch steigern kannst. Als allererstes blende ich dir hier oben ein Video ein, im Info-Tab hier oben, irgendwo links, rechts oder unter dem Video verlinke ich es dir auf jeden Fall. Und zwar das Video, das heißt Wirkung von geführten Meditationen und Hypnosen drastisch verstärken. Ganz wichtig, das anzusehen, weil dort erzähle ich dir das Fundament von diesem Video hier. Ja. Weil es ist so das Core-Video, das Core-Fundament, was du tun sollst. Ja, ganz, ganz wichtig. Unbedingt ansehen. Ich habe jetzt hier die Morning Night links, rechts offen und ich gehe es mal einfach durch, was du tun sollst und tun kannst. Als allererstes, wie der Name schon sagt, Morning Night, wann sollst du sie hören? Vorm Schlafen gehen oder vorm Aufstehen? Ich empfehle dir nicht unmittelbar, wenn du jetzt sagst, du hast deine fixe Schlafenszeit, die ist bei dir, sagen wir mal, 23 Uhr, dann ganz nett. Aber ich empfehle dir so, dass du sie nicht zur Schlafenszeit anhörst, weil dann verschiebst du ja danach deine Schlafenszeit, sondern dass du, wenn du jetzt, es gibt ja drei Versionen, es gibt ja die Extended Version, das ist die 45 Minuten Version, wo alles drin ist, dann gibt es die halbe Stunde, wo du Chakren plus Schwingungserhöhung hast und dann gibt es noch die Blitzversion, wo auch Chakren und die Schwingungserhöhung drin ist, nur verkürzt, ja. Also du hast entweder 20 Minuten Zeit, du hast entweder 30 Minuten Zeit oder du hast 45 Minuten Zeit. Ich empfehle natürlich das Längere, aber du musst es nicht zwingend immer machen, sondern du kannst mal sagen, heute habe ich weniger Zeit, dann nehme ich das, morgen das und übermorgen das. Wichtig ist, dass du in einer Routine drin bleibst und täglich mit dem arbeitest. Deine Frequenz, deine Schwingung, deine persönliche Verschwingung baut sich dann so auf. Du musst dir das Ganze vorstellen wie so eine Batterie und oben ist Plus und unten ist Minus. Und dein Bewusstsein, dein Schwingungszustand hängt einfach von den Umständen ab. Beispiel, jetzt ist Corona, ne? Und viele Leute fallen in eine Depression rein und verfolgen da die ganzen Nachrichten und alles Mögliche. Und die Schwingung wird auf Basis der Informationen geht nach unten. Ja? Hörst du aber solche Meditationen tagtäglich, dann geht sie nach oben. Und du hältst dich, wenn du es täglich machst, hältst du dich in dieser Ebene. Hörst du dann auf, dann geht es immer schön langsam runter. Aber fängst du wieder an, springst gleich wieder drauf. Natürlich nicht von heute auf morgen wieder da nach oben, sondern du wirst dann natürlich aber immer schneller hochkommen. Ja? So, dann ist es wichtig, ich empfehle dir auf jeden Fall noch, wenn du möchtest, das Gate-Programm damit zu arbeiten, weil ich verwende in der Extended-Version die ganzen Codewörter vom Gate-Programm. Das Gate-Programm ist sozusagen das Steckenpferd von Brainwave 3D, das ist so mein Kernarbeit, die ich dem Planeten hinterlassen möchte. Und da geht es halt um verschiedene Bewusstseinszustände, die man erleben kann und diese werden dann verankert mit Codewörtern. Ja. Und die, ich habe so viel Feedback von euch bekommen, ich habe es im letzten Video schon erwähnt, dass ich dieses ganze Feedback in der letzten Version eingebaut habe. Und viele haben gesagt, Marco, ich arbeite mit dem Gate-Programm, kannst du tun, dass ich nicht immer alle verschiedenen Gates hören muss, weil manchmal höre ich das, dann habe ich mal 3 Monate keine Zeit und dann muss ich es wieder anhören. Und was kann ich tun, um das zu verbessern? Und ich habe mir überlegt, dass ich einfach die Morning Night, dass ich die in der Extended-Version die ganzen Codewörter einbaue, nur die relevantesten natürlich. Ja. Und die bauen wir natürlich dort ein. Auch manche, die erst noch in Zukunft kommen, habe ich jetzt schon eingebaut. Bam. Die wirken übrigens auch, wenn du das Gate-Programm nicht kennst. Das ist ganz wichtig zu wissen. Ja. Die habe ich auf jeden Fall eingebaut und die kannst du dann täglich in deiner Rotation einfach trainieren. Und das ist doch ziemlich geil, oder? Das heißt, man muss nicht immer wieder die ganzen Gates hören. Natürlich kann man es machen. Sondern wenn du täglich die, also du hörst sie einmal durch, ja, oder einfach regelmäßig, ich gehe dann gleich auf die ganzen Abstände ein. Aber wenn du dann die Morning Night hörst, dann trainierst du jeden Tag die Codewörter und besser kann es nicht mehr kommen. Ne? Übrigens, die ganzen Codewörter findest du bei mir auf dem Brainwave Shop, wenn du ganz oben auf Blog gehst. Ja, und du kriegst auf Blog, da gibt es einen Artikel, der nennt sich alle Codewörter und Visualisierungen oder irgendwie sowas für vom Gate-Programm. Und da findest du eine komplette Auflistung. Ich verlinke es dir auch unter diesem Video. Gut, das ist einmal wichtig zu wissen. Ja. Dann gehe ich mal kurz die Morning Night durch und dann gehen wir in die ganzen Rotations rein, was du tun kannst und wie du sie am besten nutzen kannst und so weiter, damit du den maximalen Effekt für dich rausholst. Ja. Starten wir mit der Morning Meditation. Ja. Die Morning Meditation fängt damit an, dass du deine Augen schließt und dir vorstellst, dass du jetzt irgendwo bist. Ja. Dann geht man direkt in der Extended Version in den Zustand Blue, dann kommt das Atmen.
Dann geht es um die Visualisier, also um die ich bin jetzt, ich bin alles und so weiter. Und da ist es wichtig, und wenn du das andere Video von mir gesehen hast zum Thema, wie nutze ich die Frequenzen am effektivsten, wirst du wissen, dann wirst du die Bedeutung von Visualisierung kennen. Ja? Und du, alles, was ich jetzt sage, kannst du einfach visualisieren. Ja? Wenn wir zum Beispiel zum Thema Akasha gehen und da kommt das Akasha-Gebet und so weiter, dann stell dir einfach vor, wie du in den Himmel schwebst zum Beispiel und oben rundherum sind die ganzen Bücher, so eine unendliche Bibliothek und wie du da eintauchst in diese unendliche Bibliothek und so weiter, wie du damit verschmilzt und wie dein Bewusstsein sich verschmelzt mit dieser riesen Bibliothek, was sozusagen die Essenz der ganzen Daten sind, wo du connected wirst und der Akasha, dieser Zustand ist die Brücke zum höheren Bewusstsein. Man kann sagen, hier ist so das planetare Bewusstsein oder das kosmische Bewusstsein oder Gottquelle, also wo alle Informationen drin sind, dann die galaktischen Bewusstsein, also wo die Galaxien, das Bewusstsein einer Galaxie drin ist, dann die planetaren und dann die jeweiligen Menschen, also das Christusbewusstsein ist zum Beispiel das Bewusstsein des Planeten Erde und dann halt das menschliche Bewusstsein und das Tierbewusstsein, Pflanzenbewusstsein und so weiter. Ja. Und das Akasha ist halt die Brücke. Ne? Wir connecten uns, drum haben wir das gleich am Anfang, wir connecten uns mit dieser Visualisierung, mit diesem Codewort und so weiter, immer mit dieser Connection, mit diesem höheren Wissen. Weil das ist die Brücke zum nächsthöheren Wissen und so weiter. Ja. Und die nächsthöheren Brücken kommen natürlich gleich. So, dann kommt Tornado. Also wichtig ist, warum connecten wir uns eigentlich mit der Akasha zuerst? Ja? Weil alles, was du tust, alles, was du visualisierst, die ganze geführte Meditation, wenn du natürlich dich vorher connectest mit der Akasha-Chronik und dann eben Gebete machst oder Visualisierungen oder Vorstellungen oder was auch immer oder die Codewörter verankerst, dann speicherst du die unmittelbar in die Datenbank ein und du bist connected mit der Datenbank. Das heißt, die Wirkung ist deutlich stärker, weil du ja connected bist mit diesem Feld. Wenn du es einfach so machst, dann bist du in diesem unbewussten Feld, ja, und dann ist die Wirkung natürlich nicht so stark. Aber connectest du dich mit der Ebene und dann machst du erst deine ganzen Visualisierungen und mit deinen ganzen Morning and Night, dann wirkt es einfach auf dieser Ebene intensiver als auf dieser unteren Ebene, ja. Gut, dann gehen wir in den Zustand danach clear, also das ist das Codewort, das ist das Codewort Akasha, das kommt in Gate 14 vor, das ist das Gate, was bald rauskommt, das ist das nächste Gate, also wir haben jetzt das Gate 13, dazu komme ich auch gleich zu sprechen, da geht es um den Bewusstseinszustand und die Bewusstseinstabelle, und direkt danach geht es dann in den Zustand Akasha, wo wir dann uns direkt eine Connection aufbauen und das dann verankern, ja. Danach geht es in eine Visualisierung zum Thema Tornado. Also du musst dir gar nicht mehr so viel vorstellen, weil das Ganze dreht sich jetzt schon in 3D und bewegt sich und so weiter. Also, du kannst natürlich vorstellen, sollst du auch tun. Und du sollst auch vorstellen, wie dann aus dir so ein schwarzer Rauch rausgeht und wie dieser Wind, wie dieser Tornado dieses ganze Schwarze raussaugt und wie du komplett zum Leuchten anfängst und auf einmal weiß wirst und rein wirst. Das solltest du visualisieren parallel, während der Tornado durch dich läuft, damit die Wirkung sich drastisch verstärkt. Ja. Dann geht's zum nächsten Punkt, und zwar du stellst den Lichtstrahl vor, der vom gesamten Universum geht. Der geht dann von oben durch, also der jetzt muss ich noch was sagen. Es gibt natürlich manche, die sagen, ja, bei Chakren-Dingern sollte man von unten nach oben und manche sagen von oben nach unten. Ich sagte was, ich habe das getestet bis zum geht nicht mehr. Es stimmt beides nicht. Ja. Es ist komplett egal, ob es von unten nach oben ist, von der Seite, von wo auch immer. Hauptsache du machst das und das wirkt. Ja. Weil Glaube versetzt Berge und ich habe das getestet. Ich finde, wenn man jetzt von unten nach oben geht, das musst du dir auch so vorstellen, wie vom menschlichen Bewusstsein ins höhere Bewusstsein, ja. Dann ist es so, du kämpfst dich von niederen Schwingungen in höhere. Aber es ist doch viel cooler, du stellst dir ein von der höheren Ebene ein Licht vor, was die Brücke zu dir aufbaut und was dann sofort die ganzen Chakren aufmacht. Dann geht es zum Erdkern und dort wird es connected, dann hast du diese Lichtsäule und dann geht es von unten nach oben. Also wo es beginnt, spielt keine Rolle, weil du machst eh beides, ja, in dieser Meditation. Somit ist es egal. Aber meine Erfahrung ist, ich habe beides getestet und für mich wirkt das viel effektiver und ich habe es auch anderen testen lassen. Und die haben auch gesagt, hey Marco, das wirkt doch viel stärker, wenn es von oben mal geöffnet wird und dann geht es von unten nach oben durch und dann baut man die Connection auf und dann geht es ja von oben dann nochmal zum Herzchakra und dann hält man dort die Aufmerksamkeit. Das ist ganz wichtig zu wissen, ja.
Also du visualisierst dieses Licht, diese Lichtsäule, wie sie durchs ganze Universum fliegt, durch dein Kronenchakra durch. In der neuen Version sind schon auch die Farben dabei. Dann kommt das dreimal das Gong von der Klangschale in der Position, wo auch, also es ist nicht so wie bei der anderen, so bei Klangschalentherapie, wo man sich hinlegt und die Klangschale wird auf deine Brust gelegt. Das ist ja dann nicht, die Klangschale, die schwingt ja dann nicht in dir, sondern auf deiner Brust. Was ich halt gemacht habe in der Morning Night 3.0 ist, sie schwingt genau dort und wird auch dort angeschlagen, wo sich auch dein Chakra befindet, auf derselben Position, in deinem Körper drin. Ja. Und gleichzeitig läuft auf der Position auch die Frequenz, in der die für das jeweilige Chakra zuständig ist. Ja. Und das läuft dann durch, also bis zu einem gewissen Punkt, und dann hört es auf. Gut, das ist wichtig zu wissen. Dann, also du machst, visualisierst dann die Farben durch, und ich empfehle dir so einen kleinen Insider-Geheimtipp, wenn du das Ganze visualisiert hast, wie es öffnet, stell dir vor, wie dieses Licht explodiert und wie sich dein ganzer Raum, dein Gehirn, deine Zellen in diese Farbe verschmelzt und alles in diese Farbe wird und so weiter. Und dann, wenn es dann runtergeht, dann stell dir vor, wie dieses Licht und so weiter, dann zum Brustbereich, diese grüne Farbe, wie alles dann grün wird, wie es explodiert und wie alle Zellen und alles halt dort, du kannst auch eine Drehung dir visualisieren, wie sich das dreht, immer schneller und dann piuh, explodiert so, oder wie jetzt eine kleine Atombombe oder so. Piu, bum, bala, bala. Da kommt der Junge raus. Man hört, ich habe einfach die Morning Night bei der Produktion einfach zu oft gehört. Ich bin so happy, ich sag's euch. gut, wir gehen dann den ganzen Chakren durch. Dann gibt es Licht zum Erdkern. Dort wird es aufgeladen, gereinigt und dann vom Erdkern geerdet. Dann nochmal durch dich durch, öffnet alle Chakren, dann zur Quelle. Von dort geht es dann nochmal runter, auf links, rechts. nein, es geht nach unten, ich mache Spaß. Dann zu deinem Herzchakra, weil das Ziel von dieser Morning Night ist, dass dein Herzchakra ultimativ geöffnet wird. Ja. Das ist auch das oberste Ziel von der Gate 13. Also das Gate 13 ist das Fundament, also das eines der Kernfundamente oder die beste Synergie zu der Morning Night. Also wenn du sagst, Marco, ich habe die Morning Night, aber wie kann ich die Wirkung verstärken? Dann sage ich, hör dir einfach G13 an, einmal die Woche, und dann wirst du nämlich die wichtigsten Codewörter und dein Herzchakra koppeln und dann täglich, ja, ich werde gleich zu sprechen kommen. Ne? Auf jeden Fall, der Strahl geht dann durch. Ne? Dann gehen wir arbeiten wir jetzt schon mit den Codewörtern von G13. Und zwar, da gibt es ja zwei Sachen, und zwar eine Visualisierung und ein Codewort. Und zwar, wir haben in der Hypnoselehre, sagt man, nicht nur Codewörter. Codewörter ist super, aber auch ein Bild. Das heißt, das Gehirn und das Unterbewusstsein kann Bilder viel besser verarbeiten als Wörter. Aber Bild und Wort zusammen ist natürlich 2 in 1. Ja. Das ist so wie zwei Klappen schlagen eine Fliege, na, nach dem Motto. Oder Spiel Spaß und Schokolade. Das ist so, wenn du zwei Sachen verankerst und beide arbeiten einfach dann zusammen stärker als eine Sache. Na, klar. Und deswegen habe ich in G13 nicht einfach nur diesen Zustand, der zum Beispiel beim Herzchakra ist es das Thema, ein rotes Herz mit dem Codewort Love. Und wenn du natürlich jetzt nur das Codewort Love hast, dann ist es super, aber wenn du das koppelst noch, du stellst dein rotes Herz vor und gehst in den Zustand Love, den du natürlich dann in G13 indiziert hast, also da wurdest du bewusst über eine Hypnose die Liebe erweckt in dir, dein Unterbewusstsein oder Überbewusstsein, was auch immer, aktiviert den Zustand, dass du in der Liebe bist. Und viele, die das schon gehört haben, dann schreiben mir, Marco, wenn das Codewort kommt, tatsächlich, ich bin auf einmal in der Freude, ich explodiere vor Freude oder vor Liebe oder was auch immer, das funktioniert, ja. Und dieser Zustand wird dann halt verankert mit diesem Bild des Herzens, also mit so einem roten Herzen, ne? Und dann mit dem Codewort Love. Wenn du das ein paar Mal gehört hast, dann wird das im Unterbewusstsein gespeichert. Und wenn wir jetzt hier die Morning Night täglich hören, in der Extended Version, dann trainieren wir sozusagen sofort die Visualisierung nochmal, plus wir trainieren das Codewort. Aber nicht nur trainieren, sondern wir aktivieren den Zustand. Das heißt, wenn du die Bewusstseinstabelle kennst, ich blende sie dir mal hier kurz ein, weißt du, wir wollen jetzt diesen Zustand der Liebe aktivieren, wollen ja natürlich jetzt unsere Schwingung in die höhere Ebene bringen, ja, mit der Morning Night, die pusht uns darauf, ne? Und danach geht es dann zum nächsten Chakra, das ist dann das Solarplexus Chakra, da ist das die Blume mit dem Codewort Joy, und dann geht es zu den anderen Chakren runter. Dann kommt ein Gebet, das ist dann auch ganz wichtig.
Das Dankgebet, das ist sehr, sehr wichtig. Das Dankgebet führt dich in den Zustand der Dankbarkeit. Die Dankbarkeit ist eines der wichtigsten Zustände. Schönen Gruß von Dr. Joe Dispenza. Ein sehr hochschwingender Zustand, der eine sehr hohe Frequenz hat, der dir immer positive Energie gibt und so weiter und der auch Manifestierungen sehr stark aktivieren kann. Ja, und darum haben wir jetzt dann, nachdem wir dieses Gebet haben, die Chakren geöffnet sind, die Connection aufgebaut wurde. Also wie du siehst, ich habe alles, also hier nicht alles, aber ich habe sehr viel durchdacht und da ist eine Strategie und ein System dahinter in der Morning Night. Also da ist wirklich viele, also insgesamt ja 10 Jahre Erfahrung sammeln und Praxis und zusammentragen und dann halt viele Jahre, also mittlerweile halt die dritte Version, also für dich die dritte Version. Für mich ist es, glaube ich, die 150. Version im EEG-Labor. Und da wurde schon richtig viel dran gearbeitet, ja. Darum, ich verstehe immer noch nicht, warum es Leute gibt, die sagen, Marco, das ist so verdammt teuer. Also wenn du wüsstest, wie viel Arbeit ich da reinstecke, dann würdest du wissen, das ist gar nicht teuer. Weil ich kriege für diese Monate, also jetzt für die dritte Version, 2 Monate lang von Tag und Nacht durchgearbeitet, fast ohne Schlaf. Ich kriege da fast nichts davon. Also wenn ich die Sales da nehme, dann bleibt nicht so viel übrig, ja. Wenn ich jetzt 2 Monate Gehalt kalkulieren würde und Fixkosten. Also, aber ich mache es aus Freude, weil das mein Hobby ist, weil das meine Berufung ist. Und es gibt Menschen, die werden angetrieben. Die müssen das tun. Und ich gehöre in diese Kategorie, ja. Ich muss es machen. Ich kann nichts dagegen machen, ja. Und ich bin super happy damit. Ja. Also, ja, wie gesagt, dann wird hier das Dankgebet gemacht, ne? Und ich habe übrigens vorhin, das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, wenn wir beim dritten Auge sind, dann wird in der Night-Version eine Suggestion gegeben, dass heute Nacht eben deine Zirbeldrüse mehr DMT als üblich produziert. Das führt dazu, dass du einen luziden Traum oder so indiziert, oder dass dein Unterbewusstsein vielleicht mehr DMT produziert. In der Morning-Meditation ist das nicht dabei, ja, habe ich rausgetan. Bei der letzten Vision war es nämlich dabei, es hat ein paar gestört. Gut, dann in der Night-Meditation gibt es dann noch die Zeit, wenn das Dankgebet zu Ende ist, dass du dir Zeit nimmst und alles, was dir heute widerfahren ist, dass du dafür dankst, dass du das nochmal durchgehst und einfach Danke sagst für alles, was dir heute widerfahren ist. Ja. Weil das bringt dich, damit gehst du in die emotionalen Situationen von heute und wandelst alles in positive Emotionen um, weil du es da in die Dankbarkeit schickst. Ja. Weil du Danke für die Erfahrung, die ich heute machen durfte, auch wenn es eine negative ist. Ja. Danke für die Erfahrung, danke für dieses Wissen, dass es mich weitergebracht hat, dass ich daraus was erkennen darf und so weiter. Und du kannst das alles nutzen und dich das Ganze, den ganzen Tag, egal wie der war, kannst du mit dieser Meditation sofort umwandeln in eine positive Frequenz. Und wenn du früh aufstehst, wirst du in einer anderen Schwingung sein. Coole Sache. Gut, dann wird es interessant. Und zwar jetzt geht's um die ganzen crazy shit Sachen. Und zwar, ich will jetzt gar nicht zu tief drauf eingehen, was das alles bedeutet, weil im Shop, bei der Morning Night Meditation, wenn du runterscrollst, da ist ja das Video, also das Produkt, dann ist unten das Video, dann sind die Demos und dann habe ich da unten drunter einen riesen Text geschrieben, einen ultimativ riesen Text, da kannst du runterscrollen bis zum geht nicht mehr und da habe ich dir, weil es gibt manche, die sagen, Marco, was heißt Evokation, was heißt Mahatma, was heißt Merkaba, was heißt das, was ist der 12. Lichtstrahl, was ist das? Ich müsste eine Stunde drüber reden. Ne? Aber ich habe dir alles in diesem Artikel, also im Produkt, wenn du runterscrollst, habe ich dir alles erklärt. Das heißt, du kannst dir am besten alles durchlesen, dann wirst du genau wissen, was das bedeutet. Ich meine, ich kann es dir grob zeigen. Ja? Aber geh einfach in den Shop rein, scroll runter, lese es dir durch. Es ist gar nicht so schlecht, das zu wissen, was das alles bedeutet, ja, was Mahatma ist und so weiter. Lese es dir alles durch, empfehle ich dir auf jeden Fall, das zu tun, weil dann wird dein Unterbewusstsein wissen, was ist das. Und wenn du natürlich in der Meditation, wenn es dann heißt so, ich rufe eine Säule aus Licht hervor mit meinem verherrlichten Lichtkörper, bitte um Durchdringung der Energie Mahatmas, dann wird dein Unterbewusstsein genau wissen, was das bedeutet, dann wird das auch passieren. Also die Wahrscheinlichkeit ist viel höher, weil dein Unterbewusstsein damit dein Wissen natürlich mit der Akasha-Chronik connected ist und diese zwei arbeiten zusammen und dann wirkt dann ist der Effekt wesentlich stärker. Ja? Also lese es dir auf jeden Fall durch, kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Ja? Wenn du die Wirkung steigern willst, darum dieses Video. Gut, dann, also das ist so das Mahatma und Co. nenne ich das, wo Saint-Germain vorkommt. Das ist übrigens ein cooler Name. Ich habe den früher mal falsch ausgesprochen. Richtig spricht man dann ja aus Saint-Germain. Ja. Die violette Flamme, da gibt es auch ein Buch dazu und so weiter. Und dann kommt das Aum. Das ist meine Lieblingsszene von der ganzen, also Szene von der ganzen Meditation. Da kommt nämlich so eine coole Musik, die läuft.
Und dann kommt das Arm in 3D und so weiter. Das ist ziemlich cool. Das hat mir der Christopher Lloyd Clark von Enlightenment Audio gegeben, mit dem ich sehr eng seit vielen Jahren zusammenarbeite aus Australien. Ziemlich cool. Dann kommt die große Evokation und dazu muss ich was sagen. Und zwar die große Evokation ist das Gebet von Lord Maitreya. Und was ich mittlerweile erfahren habe, ist, dass das eines der ultimativsten und stärksten Gebete ist, die es auf dem ganzen Planeten gibt. Ja, darum ist es hier drin. Darum ist es auch in der Chakra-Version am Schluss drin und auch in der Blitz-Version. Ja. Weil ich auch das Feedback von euch habe, wenn man dieses Gebet hört und die Musik, die ich da eingebaut habe, die pusht das Ganze, das Gebet und verstärkt alles nochmal auf ein hohes Level, damit du voll in die Emotion gehen kannst und in dieses Gebet hinein und damit das Ganze explodiert und die Wirkung dementsprechend voll stark wird. Du wirst damit voll zum Schöpfer. Ja. Danach kommen wir in ein Gebet, in ein Schutzgebet, wo wir dann deinen Schutzmantel aufbauen, wo aus deinem Herzchakra das Ganze rauskommt. Während du das Ganze machst, also von Anfang an, wenn die Lichtsäule durch die durchgeht, also die Chakren durchgehen, dann die Lichtsäule und dann geht's herauf, dann geht's von oben zu deinem Herzchakra. Und dort, der Sinn ist, dass du von da aus, also von Anfang an, dann deine Bewusstsein, deine Aufmerksamkeit auf deinem Herzchakra hältst, weil die Musik im Hintergrund geht ja auch rauf und runter und kommt dann wieder runter und hält sich dann in deiner Brustebene, wo dein Herz ist. Das heißt, du wirst immer von dieser Ebene, von dieser Zone, die eine Musik hören, eine Frau, die so Sphärenmusik, ne? So Engelsmusik, sowas ähnliches, na, kein Engel. Aber was cool ist auf jeden Fall. Und das hält sich dort. Und versuch nicht zu vergessen, dass du dann deine Aufmerksamkeit, deine Bewusstheit dort hältst. Weil der Sinn ist, dass du, während du die ganze Frequenz hörst, du kannst natürlich auch alles visualisieren, aber visualisiere immer, dass deine Bewusstheit, deine Aufmerksamkeit beim Herzchakra ist, dass es immer wieder geöffnet wird, dass es sich dreht und dass es immer so aufgeht und immer größer wird und so weiter. Weil der Sinn ist, wenn wir während wir die Meditation machen, baut sich deine Schwingung auf. Du connectest dich mit höheren Ebenen. Und, jetzt kommt's, dein Herzchakra nimmt die ganzen Sachen auf, weil deine Seele ist connected mit dem Herzchakra. Und du wirst dadurch immer höher, weil wenn du deine Schwingung erhöhen willst, musst du dein Herzchakra auf das Maximalste aktivieren. Und darum ist das Ziel, dass du durchgehend die ganze Meditation deine volle Aufmerksamkeit auf diesen Herzchakra legst. Du kannst natürlich, wie gesagt, meditieren und visualisieren und alles Mögliche machen und sollst du auch, ja. Wenn ich jetzt sage, ich bitte um einen Mantel aus Licht, dann stell dir einen Mantel vor, wo jemand kommt, der einen Mantel umlegt oder einfach so wie so ein Mantel, der komplett leuchtet, drüber geht, gewoben aus der Liebe und Weisheit und Kraft Gottes. Und dann stell dir vor, wie du so reinzoomst in diese Fäden und wie das höchste Bewusstsein drin ist und so weiter und wie es dich umarmt und wie du von meiner Liebe spürst. Und dann nicht nur zu meinem Schutz, sondern zu dem Schutz von allem, die diesen Mantel sehen und mit denen in Berührung kommen. Und dann stell dir vor, wie viele Leute dich auf einmal sehen und diese Mantel leuchtet und auf einmal leuchten alle anderen und dementsprechend du dann noch mehr und so weiter. Kommen Suggestionen, ja. Nach den Suggestionen führe ich dich zu einer anderen Ebene, und zwar, wenn ich bis drei schnipper, bist du auf einem wunderschönen Sandstrand, weil am Strand schläfst du ein, ja. So, da bist du am Strand und am Strand geht's dann los mit Gate 11, ja, mit den Codewörtern von Gate 11, weil Gate 11 ist das von den ganzen Seminaren, die ich habe und von dem ganzen Gate-Programm, das, was am besten ankam, wo die Leute gesagt haben, Marco, wenn ich Gate 11 höre, dann verändert sich meine Welt. Ja. Weil da verankern wir 5 Codewörter, und zwar Body Heal, Mind Heal, Emotional Heal, Soul Heal und Merge. Body Heal heißt, dass dein Unterbewusstsein alles, was körperlich ist, heilt. Mind Heal heißt alles, was du in den Kopf hast, so Versteckungen, Gedanken, Dinge, die dich beschäftigen, dass du davon loslässt, ja. Emotional Heal, wenn du emotionale Gekopplungen hast, karmische Dinge, nennen wir es mal Implantate, was auch immer, dass die ganzen Sachen gelöst werden, ne. Dann ich bin zu viel im Audiobereich drin. Soul Heal heißt, dass auf Seelenebene du geheilt wirst. Und dann Merge, wo Körper, Geist, Seele verschmolzen wird und du eine komplette körperliche Reinigung hast. Ja, und das ist wichtig in der Morning Night. Das habe ich extra hier eingebaut, damit du diese Zustände durchgehst. Also ich empfehle auf jeden Fall noch, wenn du willst, hol dir Gate 11, hör das mal an und Gate 13 und dann kannst du mit Morning Night deinen Durchbruch erzielen. Ne? Seht ihr auch von beiden unbedingt das Video an. Ne? Aber da habe ich auch viel erklärt, wie du das am besten nutzen sollst. Ja. Dann, wenn du diese ganzen Kurse durch hast, dann bist du sozusagen nochmal emotional, mindtechnisch, seelentechnisch gereinigt, ja, und geheilt.
weil wir wollen ja immer resetten. Und das ist der Grund, warum wir resetten, ja. Und dann geht's rüber in die nächste Ebene, das ist cool, ja. Und zwar, ich sag hier, geliebter Gott, ich danke dir, dass du mich gleich, sobald ich einschlafe, werde mit voller Bewusstsein in höhere Welten führst, in die spirituellen Universitäten. Ich danke dir, dass es mir von Tag zu Tag immer leichter fällt, meinen physischen Körper zu verlassen, luzide Träume, Astralreisen und so weiter zu erleben, dass meine Chakren über Nacht geerdet werden, gereinigt und mit neuer Energie aufgeladen, für den Schutz, der mich umgibt, und da wird für alles gedankt, ja. Das ist wichtig, weil du bist in der Dankbarkeit connected und du dankst jetzt nochmal für alles, was Relevanz hat für dich, ja. Damit du die Nacht, die du erlebst, natürlich dann dass du deine Schwingung hochbringst, und wenn du einschläfst, wird natürlich alles beim Schlafen verarbeitet, und wenn du aufwachst, machst du einen höheren Bewusstsein auf, und wenn du das dann in der Früh dann nochmal hörst, bringst du dich auf eine höhere Schwingung, und dann am nächsten Tag wieder und wieder und wieder, und so geht wie eine Welle immer wie eine Pyramide nach oben, und irgendwann bist du in so hohem Bewusstsein, und ja, hörst du einfach ein paar Mal an, und dann wirst du wissen, was ich meine, oder jeden Tag. Nach einem Monat reden, bist du ein anderer Mensch, das verspreche ich dir. gut, und dann geht's dann nach diesem ganzen Dankding da in die, da ist übrigens das mein Seelenreisen-Dankgebet auch eingebaut, also verkürzt und eingebaut. Dann geht's in die Indizierung von Gate 13. Das ist dann eben das nochmal, was es vorkommt. Da werden nochmal die Klangschalen aktiviert, dann die ganzen Visualisierungen vom Herz, vom Codewort Love, Codewort Joy, Codewort was für Codewort haben wir hier? Die Taube, Peace, und Codewort Awake. Das ist wichtig. Und dann schläfst du ein, und ich wünsche dir einen schönen sieh dir einen Sonnenuntergang vor und schlafe mit deinem erweiterten Bewusstsein ein. Das ist so die Night-Version. In der Morning-Version, ich werde die Morning-Version jetzt mal nicht so detailliert durchgehen, weil es ist relativ ähnlich, nur dass es hier andere Änderungen gibt. Hier sind ein paar Sachen mit dabei, die drüben nicht dabei sind, wie zum Beispiel nach dem Dankgebet wird zusätzlich gedankt, danke, dass ich heute einen wundervollen Tag erleben darf. Dass du programmierst dich auf eine Zeitlinie, wo du einen wundervollen Tag erlebst. Das ist mal eine coole Sache. Und dann kommt noch da eben dasselbe wie drüben, wo geliebter Gott, meine geliebte Quelle, ich danke dir für. Und dann gehst du nochmal alles durch, was du gestern oder einfach das Monat schon einfach, wofür du dankbar bist, auch für die Dinge, die du nicht so magst. Ja. Weil wir wollen keine Nivellierungseffekte. Schönen Gruß vom Buch Transurfing. Und dann habe ich noch was verändert. Und zwar, ich habe bei der letzten Version schon was hinzugefügt, habe von euch super cooles Feedback bekommen und habe das dann umgeändert, ja. Da geht es um das Thema Arbeit und so, ne? Und ich habe das umgeändert und habe es umgeschrieben auf das Thema, denke nun an alle positiven Aspekte deiner täglichen Vorhaben. Es ist nicht wichtig, ob es dein Beruf ist, deine Hausarbeit oder sonstige Dinge. Spüre die Dankbarkeit und Freude in die Tätigkeiten. Das heißt, das ist wichtig, weil du hast ja heute was vor. Ja? Übrigens, bei der Morning-Meditation kommt am Anfang eine kurze Traumerinnerung. Das heißt, wenn du startest, dann heißt es gleich, okay, nimm dir kurz Zeit und geh nochmal deine Träume durch. Und damit trainierst du jeden Tag, dich nochmal in der Früh sofort auf deine Träume zu erinnern. Vielleicht klappt es nicht die ersten paar Mal, aber du wirst merken, jeden Tag mehr, wow, du wirst auf einmal dich viel besser an deine Träume erinnern, wenn du natürlich jeden Tag in der Früh darauf erinnert wirst, hey, geh mal kurz deine Träume durch. Ja, und auf jeden Fall kommen da noch ein paar Sachen vor, die in der Night nicht vorkommen. Ich will jetzt gar nicht so viel darauf eingehen, das ist ziemlich viel, das Video dauert schon ziemlich lange. Wichtig ist genau hier, am Ende von der Morning Meditation, dort sage ich, bevor die Musik anfängt, bei der Extended Vision ist die Musik ziemlich cool, hat ein Freund mit Freunden aufgenommen in Portugal, die haben mir das geschickt und eine Lizenz auch dazu, dass ich das verkaufen darf. Und die haben das dort gesungen und das ist ziemlich cool. Und ich sage dort, dass du mindestens 3 Minuten oder länger lächeln sollst. Und wenn die Musik dann losgeht, fang zu lächeln an, wirklich lächle, weil das produziert im Gehirn ein Hormon, was dich in einen Glückszustand bringt. Und während du die Musik hörst, versuch dich in diesem Zustand zu halten, ja, dass du da wirklich voll lächelst und voll happy bist. Ja. Und versuch, wenn du merkst während der Musik, oh, du hörst auf zu lächeln, gewöhn dich daran, dass du durchlächelst. Und auch wenn die Musik zu Ende ist, dass du trotzdem dieses Lächeln beibehältst. Ja. Und dann wirst du merken, nach ein paar Tagen, wenn du das ein paar Mal gemacht hast, dass du auch so lächelst.
Und das führt unabhängig davon zur Ausschüttung von Glückshormonen. Und dann lächelst du öfter und dann lächelst du primär und dann aktivierst du damit immer dieses Hormon und dann produziert dein Körper den ganzen Tag dieses Glücksgefühl und du bringst dich damit automatisch wie eine Rakete hier nach oben. Ja, ja, das ist, finde ich, sehr wichtig, ja, dass man tun sollte. Gut, kommen wir zu der Rotation. Jetzt habe ich ziemlich viel geredet, aber wie gesagt, du merkst vielleicht, es ist schon sehr wichtig, sich das anzuhören, damit du einfach da ein bisschen mehr Nutzen davon hast, ja. Ja, was ist noch wichtig? Wenn du sie jetzt hörst, die Morning Night, also ich habe schon erwähnt, was ist die beste Kombination? Geht 11. Wenn du kompletter Anfänger bist, kompletter Anfänger Meditation, empfehle ich dir, geht 1 zu trainieren. Ein paar Mal zu hören, weil wir verankern natürlich das Codewort Blue dort, den gedankenlosen Zustand. Das ist eines der wichtigsten Dinge überhaupt in der Meditation. Dass du einfach mit diesem Zustand Blue oder mit der Visualisierung eines blauen Himmels einfach in diese komplette Gedankenlosigkeit kommst, ja. Und dann wird natürlich alles, was danach kommt, drastisch intensiver, ja. Wichtig ist, dass es am Anfang passieren kann, wenn du Anfänger bist, dass du während du die Meditation hörst und die ganzen Sachen vorkommen. Du sollst das nicht hören, damit du es einfach abarbeitest, sondern du sollst dich dem hingeben. Also du sollst wirklich dich dem fokussieren. So wie, ich sage immer so schön, so wie eine Nonne betet. Ja, so sollst du dieses Gebet machen. weil es dir einfach drastisch hilft, wenn du dich dem hingibst. Und nicht fokussierst, während die ganzen Sachen kommen, ja, Hauptsache ich habe es gehört, sondern und dann, aber danach muss ich noch kochen, danach habe ich noch das zu tun in der Arbeit und danach das, dann lass es lieber sein und bring deine Frequenz bewusst einfach in den Keller. Ja. Sondern wenn du sagst, ich nehme jetzt eine halbe Stunde oder 20 Minuten oder eine Dreiviertelstunde für diese Meditation, dann reservier den Platz auch nur dafür und fokussiere dich nur diesen Gebeten und diesen Visualisierungen und nicht an das, was danach kommt oder was mal davor war, sondern nur auf das, bleib im Jetzt und halte dort deinen Fokus und deine Aufmerksamkeit. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. So sieht's aus. Ja. Aber sonst bringt's nichts, ja. Es ist besser, du hörst es nur einmal die Morning Night mit 100%iger Hingabe, dann hast du denselben Effekt wie jemand, der das so nebenbei mitmacht und das 3 Jahre lang täglich hört. Du kannst es mit einem Mal denselben Effekt haben wie jemand, der das 3 Jahre lang täglich hört. Ich spreche aus Erfahrung und ich habe Kunden, die mir gesagt haben, Marco, ich habe GT5 gehört, habe es nur einmal gehört und danach bin ich sofort binnen Sekunden im Stillstate gewesen und seitdem kann ich immer in den Stillstate, das ist sofort verankert. Habe ich alles schon gehabt und ich kann es sagen, wenn man sich den voll hingibt, dann verstärkst du die Wirkung. Es ist auch eine Vertrauenssache. Darum ist es auch so wichtig, dass du im Shop die ganzen Sachen durchliest, was da alles drinsteht, weil alles, was ich hier eingebaut habe, ist aus Büchern, aus Forschungen, aus Channelings und so weiter. Und natürlich alles von mir 10 Jahre lang durchgetestet in der Meditation. Also da ist nicht irgendwas drin, wo man sagt, ja, mal schauen, ne? Gut, und auch die Reihenfolge ist alles aufeinander aufbauend, alles systematisch dahinter. Also, geht 1, geht 11 und idealerweise, wenn du möchtest, noch geht 12. Das ist für die Chakrenöffnungen, das ist das Codewort Avatar. Ist aber kein zwingendes Muss und auf jeden Fall geht 13, das ist primär wichtig. Aber auch wenn du sagst, ich will das Gate-Programm gar nichts, ich will die Codewörter nicht, ist mir egal. Die Codewörter wirken genauso, natürlich nicht so stark, wie wenn du sie in der eigenen Hypnose dafür verankert hast im Unterbewusstsein, aber sie werden genauso wirken, weil ich habe Kunden, die sagen, hey, ich habe das gehört von der Gruppenmeditation und ich habe da schon mal Codewörter hochgeladen und da haben mir Leute gesagt, hey Marco, ich habe die Codewörter nicht und die haben mir dann geschrieben, okay, ich mache trotzdem mit und die haben mitgemacht und die meisten haben geschrieben, hey Marco, da kam das Codewort und ich habe sofort gespürt, wie sich da was tut, wie eine Emotion kommt, wie da jemand an mir arbeitet und da habe ich gesagt, ja, siehst, das funktioniert auch ohne, wenn du sie nicht verankert hast. Weil in der Akasha-Chronik, wenn viele Leute das Codewort trainieren, dann wird natürlich das Codewort in der Akasha-Chronik connected und genau dasselbe ist ja wie ein Gebet, wenn tausende Menschen das täglich beten, dann verankern sie die Menschen in der Akasha-Chronik die Wirkung des Gebetes. Das ist dann wie so eine Fernbedienung, oder du drückst dann drauf, dann ladest du es runter von der Akasha-Chronik. Ja? Und dasselbe machen wir mit den Codewörtern und mit dieser Meditation. Wenn du sie täglich mal öfter hörst, dann verankern wir diese Meditation und die Wirkung von diesen ganzen Sachen und diesen Ablauf und den Visualisierungen. Und das heißt, wenn du sie heute kaufst und dann täglich hörst,
und in einem Jahr wieder hörst, dann ist die Wirkung nach einem Jahr drastisch intensiver, weil ein Jahr lang tausende Leute oder hunderte Leute, wie viel auch immer, das täglich trainiert haben. Das heißt, im Kollektiv wirkt einfach die Codewörter und die Meditation stärker. Und da geht Programm, viele Leute damit arbeiten, kann ich dir jetzt schon sagen, die Codewörter wirken. Ja. So, das heißt, das ist einmal das eine. Das andere ist, dass du sie nicht zwingend zum Schlafen gehen nutzt. Das heißt, wenn du sagst, du schläfst um 11 Uhr ein, dass du nicht um 11 Uhr damit anfängst, sondern wenn du weißt, du schläfst jetzt um 11 Uhr ein, dann geh um 10 ins Bett und dann hörst du bis 10, 45 an und dann hast du noch Viertelstunde und wirst dann vielleicht ein bisschen früher einschlafen. Oder um 21.15 Uhr, dann bist du genau um 10 Uhr oder um 10 oder um 22.15 Uhr, dann bist du auch um 11 Uhr damit fertig und dann kannst du einschlafen. Bei der Night Meditation habe ich da technologisch was eingebaut. Am Schluss aktiviert das 963 Hertz, das heißt, deine Zirbeldrüse wird dann DMT ausschütten und es kann passieren, dass du dann dadurch in der Nacht luzide Träume erfährst, dass du gleichzeitig geht die Frequenz runter in Epsilon-Bereich, dass du Seelenreisen indizierst damit, dass du Astralreisen damit indizierst und so weiter. Das habe ich in der Night Meditation mit eingebaut. Und natürlich Audiostrobe ist auch dabei für die Casino-Nutzer, die mit Lichtmaschinen arbeiten. Die Spur ist dabei. Das heißt, wenn du die Blitzversion, die Chakra-Version, Morning Night Extended, du kannst sie auch mit Audiostrobe hören und du wirst dann auch das jeweilige Blitzlicht dazu bekommen. Wirkt übrigens extrem stark, habe ich schon getestet. Ja. Bevor ich es vergesse, was ich hier gerade stehen habe, ist, ich empfehle dir noch, wenn du möchtest, zumindest das Gate 6, weil im Gate 6 werden die 9 wichtigsten Codewörter vom gesamten Gate-Programm verankert, ja. Das ist so eines der wichtigsten Sachen, die es gibt. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen, ja. Gut, wie nutzt du die Zusammenarbeit am besten, ja? Und zwar, ich habe im Video von Gate 13 zum Beispiel schon ein Video dazu gemacht, wie du die Zusammenarbeit mit der Morning Night machst. Ich mache es hier mal ganz grob. Und zwar gibt es 3 Phasen, die du jetzt machen kannst. Die erste Phase ist, dass du Gate 13 zum Beispiel die erste Woche jeden Tag hörst, mitten am Tag, und dann in der Früh die Morning Meditation und auf Nacht die Nacht, aber natürlich die lange Version. Ja. Dann in der zweiten Phase hörst du Gate 13 nur einmal die Woche und einmal die Woche oder halt je nach Belieben, du kannst natürlich öfter. Und dann die Morning Night, so wie gehabt, einfach täglich täglich zweimal, ne? Also auf Nacht die eine und auf andere. Und danach die ersten 21 Tage, geht 13, je nach Belieben, wie es dir passt. Und dann die Morning Night umsteigen auf die Blitzversion oder auf die Chakra-Version. Und ganz wichtig für dich noch zur Info, wenn du die Chakra-Version hörst oder die Blitzversion, die haben ja die Codewörter nicht drin, du kannst die Codewörter trotzdem selber sagen, ja, weil wenn du meditierst da, dann kannst du selber sagen, ich gehe jetzt in den Zustand Blue, ja, dann wirkt's genauso. Also der Sinn von den Codewörtern ist nicht, dass ich sie dir vorkaue, sondern dass du damit auch in deiner normalen Meditation, also du musst, wenn du die Morning Night mal gehört hast und sagst, ich kann die nicht mehr hören oder was auch immer, dann kannst du normal meditieren mit Ohrenbug, Schlafmaske, ohne nichts und geh einfach die Codewörter durch oder mach die Visualisierung einfach so. Das wird genauso funktionieren. Vielleicht nicht ganz so intensiv, weil die Frequenz und so weiter nicht dabei ist und so und die Musik nicht in 3D. Aber wenn du es trainiert hast, dann machst du es, dann klappt es genauso. Ich selber, die meisten Meditationen, die ich mache, sind ohne nichts. Ja. Ohrbug, Schlafmaske und tschüss. So mache ich die meisten Meditationen. Ja. Ja, ich arbeite hier gegen mein Geschäft, aber es ist wirklich so. Ja, weil jeder hat, ich trainiere damit, verankere es und dann meditiere ich mit dem, was ich dort gelernt habe und integriert habe, mache ich meine eigene Meditation. Weil mein Gehirn kann es selber mittlerweile. Ja. Weil die Kunst ist es, dass du mit den ganzen, mit diesen, ich nenne mal, die Frequenzen sind für mich so wie Stützräder. Ja. Sie unterstützen dich, das Gehirn, dass du in diesen Zustand kommst, dann verankerst du es und danach kannst du es ohne. Very easy. Ja, ja, das war's schon. Ne? Und dann, wie gesagt, je nach Belieben, beliebig, du kannst natürlich in der Woche, wo du sagst, in der Woche hörst du zum Beispiel jetzt mal Gate 11 und Gate 12 und Gate 13, ja, oder Gate 11 und Gate 13 als Beispiel, diese 2. Das heißt, am Dienstag und Donnerstag hörst du die 2 oder Dienstag eine, Donnerstag die 3. und Samstag die Gate 12 von mir aus, was auch immer, egal.
und am Tag halt das andere. Und somit oder jede Woche machst du nur ein Gate und trainierst sozusagen dieses Gate jeden Tag. Nächste Woche machst du das nächste Gate und trainierst einmal in der Woche das oder pro Tag. Und dann verstärkst du sozusagen immer, das ist dann, du tust mit der Monday Night immer Wellen reiten. Und dazwischen haust du Rekordwerte rein von den Gates und dann springst du immer auf eine höhere Welle. Anstatt dich immer so klein nach vorne zu bewegen, wirst du dann mit dem Gate-Programm so große Sprünge machen und schneller dein Bewusstsein auf eine höhere Ebene bringen. Das ist so der ganze Trick. So, jetzt habe ich über 40 Minuten geredet, heiliger Bimmer. Ja, aber ich hoffe, ich konnte dir viel Input geben, viel Wissen. Das Wichtigste ist, dass alles, was du dir vorstellst, dass du das koppelst mit Emotionen, dass du das koppelst mit Erfahrungen, dass du das visualisierst, ja, und dass du dich voll hingibst. Aber ich habe das eine Video gemacht, wo ich das ganz genau erkläre, das schaust du dir unbedingt an. Und nochmal ein kleiner Tipp, geh auf den Shop und geh runter, scroll, liste das Ganze durch, was die Mekaba ist, was das ganze 12. Lichtstrahl, die Flamme von Saint-Germain, das ganze Ding da, ne? Schau es dir an, lese es dir durch, damit weiß dein Unterbewusstsein, was es ist und dann wird, wenn es kommt in der Meditation, wird die Wirkung dementsprechend einfach viel krasser sein, ne? Gut, ich lasse es jetzt gut sein. Wenn mir noch ein paar wichtige Sachen einfallen, mache ich ein Extended How-to-Use Video dafür. Und schreib's im Shop hinein, lade dir die PDF runter, die richtige Nutzung im Shop. Und ich sage nur noch eins, ich wünsche dir viel Spaß bei der Morning Night. Ich weiß, das hat sich jetzt ein bisschen angehört, wie wenn ich jetzt hier volle Werbung mache, aber es geht ja hier darum, wie du die Frequenz, also die Wirkung von der verstärkst. Und in diesem Video geht es ja primär darum, wie du sie am effektivsten nutzt. Ja, und das Ganze von mir, was ich tue, mein Werk ist ja das Gate-Programm und diese Frequenz ist sozusagen der Booster für das Gate-Programm und umgekehrt, das Gate-Programm ist der Booster. Die arbeiten wie ein Zahnrad zusammen, wie ein Auto, das ohne Getriebe nicht fahren kann oder schon fahren kann, aber halt, ja, oder auch nicht, wie auch immer, es funktioniert schon, aber vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber du weißt, was ich meine. Das eine unterstützt das andere oder anders gesagt, 1 plus 1 ist sonst 2 und diese Sachen sind 1 plus 1 ist 11. So sieht's aus. Also, ich wünsche dir alles Gute, viel Spaß und gib mir unbedingt Feedback. Lass mir eine Bewertung da, wenn du die Morning Night gehört hast. Ich bin wirklich gespannt, wie sie bei dir ankommt, wie sie bei dir wirkt. Hinterlass mir eine Kundenmeinung, hinterlass mir einen Kommentar unter dem Video und ich freue mich, dich im nächsten Video wiederzusehen und bis bald. Tschüsschen.